Hallo und herzlich willkommen hier zurück auf meinem Kanal. Heute zeige ich euch ein paar Commands, die euch sicherlich in Minecraft helfen werden. Und da kommen wir auch direkt zum ersten. Und zwar ist das hier ein Teleport-Command. Den schauen wir uns jetzt mal genauer an. Und zwar der Blocktyp bleibt Impuls. Die Bedingungen braucht man wieder nicht. Und das Redstone wird benötigt durch eine Bepowerung. Wenn es immer aktiv ist, dann werdet ihr immer hier zu dieser Position teleportiert. Das willst du ja bestimmt nicht. Deswegen machen wir es so. Jetzt gucken wir uns den Befehl an. Und zwar heißt der /tp, @p und dann die Position. Das tp steht einfach dafür, dass man teleportiert werden soll. Das @p sieht man in der Liste, heißt nächster Spieler. Also der Spieler, der drückt, sollte teleportiert werden. Dann ist es in dem Fall, wohin soll ich teleportiert werden? Zur 104411. Jetzt gehe ich mal zurück und drücke den Schalter und werde zur 104411 gebracht. Das ist der erste Command. Der zweite Command ist ganz einfach List. Ich zeige euch gleich, was der macht. Der Blocktyp ist erstmal Impuls. Die Bedingungen braucht man nicht und Redstone wird benötigt. Und /list ganz einfach zu merken. Und wenn ich jetzt hier raufklicke, wird oben links angezeigt, es sind 1 von 8 Spielern online und dann noch wer online ist. Dann gehe ich hier zum nächsten und zwar ist es eigentlich, braucht man den nicht, aber ich habe ihn jetzt trotzdem in dieser Liste gehabt. Und zwar sieht man ja schon bei dem Befehl /kill, die 3 Fragezeichen stehen dafür, wer getötet werden soll, da müsste man natürlich auch den Namen eingeben. Dann Blocktyp ist wiederholen, weil es wiederholt werden soll. Die Bedingung braucht man wieder nicht. Redstone wird benötigt. Man kann auch immer aktiv machen. Dann immer, wenn der Spieler auf den Server kommt, wird er getötet. So. Der Befehl ist /kill. Die Fragezeichen haben nichts mit irgendwas zu tun. Die habe ich einfach nur dahin geschrieben, dass es euch überlassen ist, wer. Natürlich könnt ihr diese alle Commands nur im Operator-Modus machen, weil der nur Operator-Rechte hat. Genau. Hier seht ihr schon einen Steinblock direkt darüber. Den habe ich nicht platziert, sondern der Computer bzw. dieser Command. Und immer wenn ich jetzt den abbaue, wird ein neuer Block platziert. Jetzt schauen wir uns mal an. Der Befehl heißt /setblock, also dass da ein Block gesetzt werden soll. Aber wohin? Und zwar zur 14.114.5.19. Das ist halt die Position hier drauf, auf diesen Command-Block. Und dann Stone für Stein, also was. Und ich gucke mir, ihr könnt euch kurz hier noch den Blocktyp angucken, das ist wiederholen. Man braucht die Bedingungen mal wieder nicht und er soll nicht bepowert werden, sondern er soll immer aktiv sein, dieser Block. Jetzt habe ich das Ganze nochmal gemacht und zwar um euch zu demonstrieren, was der Unterschied ist zwischen Diamantblock und Diamant-Ohr. Wir gucken uns aber erstmal den Blocktyp an, das ist wiederholen wieder. Die Bedingungen braucht man nicht, Redstone braucht man auch nicht, immer aktiv. So, jetzt kommt hier wieder Setblock, dann die Koordinate und dann Diamond Block, also Unterstrich Block. Man kann da jetzt nicht einfach Diamond hinschreiben, weil Diamond ist eine Ressource, die man nicht platzieren kann. Ich kann jetzt hier nur hinschreiben Unterstrich Block. Das steht dann dafür, dass ein kompletter Block hingesetzt wird, so wie in diesem Fall. Und wenn ich jetzt hier hinter dem Unterstrich ein Ohr setze, das bedeutet nämlich Eisen, beziehungsweise, nein, es bedeutet nicht Eisen, es bedeutet Erz. Man kann es aber auch bei Eisen oder bei Smaragden benutzen. Jetzt gehe ich mal zurück und es verändert sich direkt zum Erz. Das ist natürlich sehr hilfreich, besonders für irgendwelche Spielmodis. Aber jetzt erstmal zum nächsten. Und zwar ist es
ein ganz normaler GIF-Befehl, dass wenn man hier rauf drückt, man einen Stein bekommt. Das ist eigentlich ganz einfach. Slash GIF, dann wem, nächster Spieler, also der, der gedrückt hat. Und Stone, man kann auch einfach zum Beispiel Wood reinsetzen. Und dann bekomme ich ein Stück Holz. So, wenn ich jetzt hier drücke, ich kriege ein Stück Holz. Man kann das auch mit anderen Sachen machen. Aber ich belasse das jetzt erstmal bei Stone. Wir gucken uns noch den Blocktyp an. Das ist Impuls, weil es einmal ausgeführt werden soll. Und bedingungslos. Und man benötigt Redstone, um diesen Befehl auszuführen. Und ja, das war's auch mit diesem Command. So, jetzt gucke ich mal hier rein. Und zwar haben wir hier die Zeit. Aber ich glaube, es ist nötig, dass ich den hier zuerst mache. Und zwar, wenn ich das jetzt hier mache, sieht man links oben schon, wechselt zu schönem Wetter. Und zwar habe ich hier drinne slash Rita clear. Das bedeutet einfach, dass slash Rita kommt immer, wenn es irgendwas mit Wetter zu tun hat. Und clear, dass es nicht regnen soll oder nicht donnern soll. Einfach schön, sozusagen. Dann der Blocktyp bleibt Impuls, soll nur einmal ausgeführt werden. Bedingungen brauchen wir wieder nicht. Und Redstone wird benötigt, daher der Schalter. Jetzt so komme ich zu diesen, und zwar setze ich dann viermals schnell auf Mitternacht. So, jetzt ist es ganz dunkel und ich drücke jetzt hier einmal und auf einmal ist die Sonne da. Und zwar steht hier slash timeset 0. Slash timeset kommt immer, wenn irgendwas mit Zeit zu tun hat, und 0 steht dafür für den Sonnenaufgang. Also, dass die Sonne gerade aufgeht. Und ja, dann gucken wir uns hier noch den Blocktyp an. Das ist Impuls, weil es einmal ausgeführt werden soll. Die Bedingungen brauchen wir nicht und man benötigt Redstone, deswegen der Schalter. So, ich hoffe jetzt, euch hat das Video gefallen oder geholfen. Liked auf jeden Fall dieses Video, wenn ihr mehr davon sehen wollt. Schreibt in die Kommentare, welche Videos ich noch von Commands machen soll, um euch zu erklären, wie etwas funktioniert auf der PlayStation oder manchmal auch auf dem PC. Geht für beides. Und damit sage ich jetzt ciao.